heißt, die Stimmung war in den vier Tagen wirklich ausgezeichnet. Da trägt natürlich auch dazu bei, dass wir einen tollen Winter haben, jetzt auch überall genügend Schnee liegt. Aber wir haben auch einen neuen Ausstellerrekord verzeichnen können. Und nach jetzigem Stand der Dinge muss man sagen, wir werden auch einen neuen Besucherrekord erzielen. Über 85.000 Teilnehmer aus 120 Ländern der Erde waren auf der ISPO. Die Zuwächse kommen vor allem aus dem Ausland. Märkte, von denen man es nicht erwartet hätte, wie Russland, aber auch USA, Großbritannien, Italien, China, haben wir wachsende Besucherzahlen. Die Branche ist natürlich vor großen Herausforderungen, nicht nur witterungsbedingt, sondern auch das Thema Digitalisierung. Mein Eindruck ist aus ganz, ganz vielen Gesprächen, sowohl mit Ausstellern als auch Besuchern, dass man sehr optimistisch hier von der ISPO wieder nach Hause geht, viele Perspektiven neu entdeckt hat. Wir sind im Grunde der Mittler zwischen den teilweise ja Weltmarktführern wie Adidas, aber auch dem kleineren Fachhändler, um hier Brücken zu bauen, Konzepte aufzuzeigen, wie man sich im Zeitalter der Digitalisierung auch aufstellen muss, um Erfolg zu haben. Wir haben tolle neue Produkte gesehen. Also ich glaube, es hat die Branche sehr bestärkt und zuversichtlich gemacht. Ja, wir freuen uns natürlich, dass einer der ganz Großen in der Sportbranche, nämlich Adidas, nach 11 Jahren jetzt wieder zur ISPO zurückgekehrt ist, die Plattform genutzt hat, um auch mit dem Fachhandel gemeinsam über die Chancen der Digitalisierung zu reden, auch über neue Formen der Zusammenarbeit. Das war schon ein sehr, sehr starkes Signal für den Fachhandel, aber auch für die ISPO. Ja, das Thema Frauen war dieses Jahr ein Kernthema der ISPO. Die Branche fängt mehr und mehr an, nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch zu reagieren, dass Frauen andere Erwartungen an die Produkte haben, ein anderes Einkaufsverhalten haben, auch ein anderes Einkaufserlebnis erwarten, auch anders angesprochen werden, sowohl als Kundinnen, aber auch das Thema Frauen im Management von Sportartikelherstellern oder im Fachhandel ist ein Thema, da liegt ein großes Potenzial für die Branche und dem haben wir auf der ISPO Platz gegeben. Also wir werden das Thema Frauen im Sport weiter verfolgen. Wir hatten zum Beispiel die Frauenmannschaft des FC Bayern hier zu Gast, reden da gerade auch über ein Projekt, das wir zusammen machen werden, ISPO und FC Bayern Frauen zusammen mit anderen, wie wir auch diesen Teil des Sports populärer machen können. Wir haben ein Netzwerk Frauen verbinden als Messe München gegründet, das hier auch auf der ISPO mit den Unternehmerinnen aus der Sportbranche zusammengekommen ist. Also es ist sicher ein mittelfristiges Thema. Also ein Highlight war für mich, Stichwort Virtual Reality, mit dieser Virtual Reality Brille durch die Eiger Nordwand zu steigen. Das war schon atemberaubend im wahrsten Sinne des Wortes.